bin ich dran. Das Buch verstehen wir nicht. Aber wenn ich eine Anzeige erstatte, dann bin ich einem Strafverfahren als Täterin ausgesetzt. Genau wie Gina dieser Lofink jetzt gerade. Genau. 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 Es gibt noch eine Person, die eine Rede halten möchte, und zwar Laura. Ein großer Applaus für Laura, bitte. Hallo. Eine richtige Rede ist es nicht, aber ich wollte einfach was sagen, weil ich es einfach toll finde, dass ihr alle hier seid. Und ja, also es sind einfach viele Betroffene auch hier, und ich weiß, wie schwer es ist, überhaupt aus einer Veranstaltung zu gehen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss und es wirklich hart ist. Und deshalb ist es total wichtig, zusammenzuhalten, weil es einfach so viele Leute gibt, die so scheiße Sachen erlebt haben und irgendwie alle allein sind, weil alle sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Und ja, deshalb müssen wir einfach zusammenhalten, und ich finde es super, dass ihr da seid. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde es übrigens fantastisch, also nicht nur, dass wir alle hier sind, sondern ich finde es auch großartig, dass so viele Betroffene die Kraft und den Mut finden, darüber mit uns allen jetzt zu sprechen. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass man diesen Mut fasst und dass wir versuchen, das Schweigen und das Tabu rund um sexualisierte Gewalt zu brechen, weil wenn wir nicht darüber sprechen, dann geben wir denjenigen die Deutungshoheit, die das vielleicht gar nicht erfahren haben, zumindest nicht aus dieser Perspektive.